Unser Bankensystem ist gesund und resilient. So hatte gestern FED-Chef Powell bei Einleitung seiner Pressekonferenz gesagt. Und es hat nicht einmal 2 Stunden gedauert, bis diese Aussage als reine Worthülse wieder mal widerlegt worden ist. Denn nicht mal 2 Stunden später hat PacWest Bancorp, eine kalifornische Bank, erklärt, man prüfe strategische Optionen. Damit meint man einen Verkauf der Bank oder man meint damit eine Kapitalerhöhung. Und genau dieses Wording, diese Formulierung, die kennen wir von der Silicon Valley Bank, die hat dann auch noch versucht, eine Kapitalerhöhung zu machen. Das ist gescheitert. Mit fast identischen Worten ist damals das Ende der Silicon Valley Bank eingeleitet worden. Und jetzt haben wir ja schon 4 Pleiten. Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank und The First Republic. Und PacWest könnte jetzt die 5. sein. Und für ein gesundes und resilientes Bankensystem ist das doch ein bisschen viel. In nur wenigen Wochen, finden Sie nicht? Schauen wir mal die Lage an. Nach der gestrigen FED-Sitzung, Frage, war das eine Zinspause, die die FED und Jerome Powell angekündigt hat? Oder eben nicht? Wir haben auf jeden Fall die Situation, dass die FED die Tür geöffnet hat für eine Zinspause. Dazu gleich mehr. Goldman Sachs sagt, naja, wir sehen diese Pressekonferenz von Jerome Powell als dovish an, weil er nicht eine Rezession erwartet, im Gegensatz zu den Mitarbeitern der FED, dem Staff, die ja in der FED klargemacht haben, wir erwarten zumindest eine milde Rezession. Dementsprechend Goldman wieder ganz bullish, aber wir haben, glaube ich, jetzt die Situation, es ist nicht der Fehler der FED, die Zinsen angehoben zu haben. Das musste sie tun. Es war der Fehler, sie nicht angehoben zu haben, viel zu lange gewartet zu haben. Und dann mit dem Quantitative Easing, mit dem Kauf von Staatsanleihen, mit dem Kauf von Mortgage-Backed Securities, hypothekenbesicherten Anleihen, den Immobilienmarkt noch anzuheizen, Liquidität ins System zu schütten. Dann ist die Inflation durch Ukraine-Krieg und Corona explodiert. Also musste man dann voll auf die Bremse treten. Das ist eigenes Verschulden. Jetzt sehen wir praktisch das Feuer, das nochmal geschürt wurde durch die FED in dieser Bankenkrise. Und Powell stellt sich hin und sagt, naja, unser Bankensystem ist super gut drauf. Hier sehen wir mal diesen Passus, der gestern weggelassen wurde. Eigentlich nichts Überraschendes gestern bei der FED, wenn man das Ganze mal analysiert. Dieser Passus, some additional policy firming may be appropriate. Also einige weitere Zinsanhebungen, könnte man frei übersetzen, sind noch angebracht. Das wurde weggelassen, vielmehr hat man eben offen gelassen, wie man weiter verfahren wird. Das hat auch Powell dann in der Pressekonferenz gesagt. Wir sind datenabhängig, wir werden mal schauen. Also dennoch Nick Timiraos, der das Mouthpiece der FED, sagt, dieses FOMC-Statement, das erinnert sehr stark an ein FOMC-Statement, also Offenmarktausschuss-Statement der FED aus dem Jahr 2006. Damals hat man auch nicht gesagt, dass man jetzt Schluss machen wird. Aber man hat sozusagen klargemacht, wir könnten jetzt mal eine Pause machen in dem Geldstraffungsprozess. Damals, wie gesagt, war es das Top. Ist es diesmal so? Wir werden sehen. Aber entscheidend ist auch, dass Powell, und das war, glaube ich, der Grund, warum die Märkte dann gestern im Kassamarkt an der Wall Street noch nach unten gegangen sind, weil er gesagt hat, also nein, wir werden die Zinsen nicht senken. Und er hat das auch begründet, warum. Er hat das intellektuell und ökonomisch begründet. Das eine ist ja sozusagen etwas zu behaupten wie, ja, unser Bankensystem ist gesund. Aber er hat gesagt, die Erfahrung zeigt, dass die Inflation viel langsamer runterkommt, als die Märkte denken. Und die Daten, sagt Paul, die bestätigen genau das. Und in der Tat, ja, wir sind rückläufig gewesen in der Inflation. Aber so wie die Daten jetzt aussehen, so wie die Prognosen zumindest sind, und wir bekommen ja nächste Woche die nächsten US-Verbraucherpreise, dürften die wieder höher sein als die aus dem Vormonat. Das heißt, es ist nicht so, dass dieser Trend jetzt ungebrochen nach unten geht in Richtung 2% Ziel der FED oder sogar 0, sondern das wird ein langsamer Prozess. Da hat Paul wahrscheinlich recht. Deswegen die Märkte dann gestern ein bisschen verschnupft, noch gestern Abend. Aber schauen wir hier uns mal die Meeting Probabilities an, also so wie die Fed Fund Futures, die weitere Entwicklung einpreisen. Und da geht man davon aus, mit 89% Wahrscheinlichkeit, dass bei der nächsten Sitzung der Fed im Mitte Juni die Zinsen unverändert bleiben. Das gleiche
dann auch Ende Juli, aber dann geht man vom 20.09. davon aus, dass eben die Zinsen gesenkt werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 49,6% und dann immer weiter praktisch. Also von da an soll es bergab gehen mit den Zinsen. Wir werden sehen. Jedenfalls sagen eben die Fed Fund Futures mit einer über 99%igen Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen senken wird, noch vor Ende des Jahres. Niemand glaubt das Narrativ der Fed higher for longer bei den Zinsen. Das Problem, sagt Sven Henrik hier, ist, dass die Fed jetzt eben Angst hat, ihre Glaubwürdigkeit einzubüßen, deswegen vielleicht oder noch weiter einzubüßen, deswegen vielleicht so hartnäckig drauf besteht, jetzt die Zinsen nochmal angehoben zu haben, obwohl das vielleicht gar nicht mehr nötig war. Also man ist so sagt Henrik, in seinem eigenen Narrativ gefangen bei der Fed. Man versucht jetzt irgendwie dieses Ding durchzuziehen, auch wenn es keinen Sinn macht. Hier sehen wir nochmal, was die Märkte jetzt erwarten. Also es dürfte dann so die Erwartung der Märkte ziemlich rapide nach unten gehen, erst langsam, dann immer schneller, aber da ist natürlich der Faktor Zukunft dazwischen und vor allem der Faktor, wie geht es denn weiter jetzt mit der Bankenkrise. Wir sehen, dass PacWest ja gesagt hat, wir prüfen strategische Optionen, bla bla. Über 50% ging es nachbörslich nach unten. Das hat auch andere Regionalbanken in den USA nach unten gezogen. Etwa Western Alliance, die waren auch zwischenzeitlich schon über 30% im Minus, haben dann nachbörslich mit 22,6% geschlossen. Der Regional Banking ETF, KRE, der ist um 4% eingebrochen. Diese PacWest hat Einlagen von 28,5 Milliarden, Total Assets von 44 Milliarden. Das ist um und bei ein Viertel damals von der Silicon Valley Bank. Also eine kleinere Bank, eine Bank aus Kalifornien wieder einmal. Aber es ist natürlich schon wirklich, also das muss man sagen, das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht von Jerome Powell und der Fed, dass kaum sagst du, unser Bankensystem ist so gesund, kriegst du nicht mal zwei Stunden später die nächste Bankenpleite praktisch frei ins Haus geliefert. Das muss man sich mal vorstellen. Und Hannes Zipfel sagt nochmal, es ist keine Entscheidung für eine Zinspause getroffen worden, auch wenn man das überall so liest. Und er sagt, die Folge, der Zinsabstand zwischen Geldmarktfonds und Kontoverzinsungen weitet sich mit dieser Zinsanhebung aus. Genau das war ja der Grund für die Bankenpleiten. Und dementsprechend ist das Fristentransformationsmodell der Banken endgültig kaputt, weil eben die Zinskurven so massiv invertiert sind. Wir werden eine Verschärfung der Kreditklemme und weiteren Stress im Bankensektor sehen. Das hat der Hannes sehr, sehr gut erkannt. Weniger gut erkannt hat Jim Cramer wieder mal die Lage. Kürzlich am 19. April hat er noch gesagt, Western Alliance is back and it's stronger than ever. Das ist the big takeaway so far. Ja, gestern, wie gesagt, Western Alliance auch um und bei 30% zwischenzeitlich gefallen. Also, wenn Jim Cramer sagt, hier ist Beruhigung angesagt, dann sollten Sie panisch werden. Hier sehen wir mal die nachbörsliche Reaktion der verschiedenen Regionalbanken gestern Abend. Aber es war nicht nur der Cramer Jim, der ja schon kürzlich gesagt hatte, der Kollaps der First Republic dürfte das Ende der Bankenkrise bedeuten. Ähnlich hatte sich ja auch der gute Jamie Dimon geäußert. Jetzt können wir alle aufatmen. Ich habe das nie verstanden. Warum? Weil eben diese Zinsdifferenz nicht weg ist, nämlich die Zinsdifferenz zwischen den Geldmarktfonds auf der einen Seite, die 5% oder jetzt sogar 5,25% bieten, und auf der anderen Seite eben den Banken, die das nicht tun. Auch eine JP Morgan tut das nicht, und dementsprechend gibt es eben jetzt diese Bankenpleiten. Das grundsätzliche Problem bleibt ja bestehen, ist nicht gelöst. Deswegen muss irgendwie ein Gamechanger her. Die Hälfte aller Banken, so sagt ein Professor hier an der Stanford University, sind faktisch insolvent, denn sie sitzen auf riesigen Verlusten. Diese Staatsanleihen, die sie gekauft hatten in Zeiten der Nullzinsära, jetzt ziehen die Leute noch Geld ab von den Konten. Jetzt ist man gleichzeitig im Commercial Real Estate Bereich sehr stark engagiert, also in diesen Gewerbeimmobilien, deren Preise massiv fallen. Also das ist eine toxische Mischung, die ich selten gesehen habe. Hey Jay, nämlich Paul, is the banking system still sound and resilient? Könnte man da fragen, wie dieser Twitter-Kommentar. Und jetzt gibt es offenkundig Überlegungen, wie Charles Gasparino
hier sagte, dass man, dass Yellen und die FDIC praktisch eine explizite oder de facto Garantie für Konten über dem Betrag von $250.000 geben werden. Also, dass man sagt, alle Gelder sind abgesichert, denn normalerweise sind in den USA Einlagen, Kundeneinlagen von über $250.000 nicht abgesichert. Also will man das tun, aber das Problem wird auch damit nicht gelöst, denn das Problem ist ja nicht, dass die Leute, oder nicht zwingend, dass die Leute denken, okay, meine Konten sind jetzt wertlos, wenn diese Bank pleite geht, da hat man schon bei Silicon Valley und anderen gesehen, im Zweifel wird das garantiert, sondern das Problem ist die Zinsdifferenz, die Zinskonkurrenz, und solange die nicht beseitigt ist, wird das ganze System nach wie vor unter Druck bleiben. Rabobank hat hier ziemlich frech kommentiert, das US-Finanzsystem ist nochmal gerettet worden, die Bondholder und Aktieninhaber dagegen nicht, aber die reichen Uninsured Californian Democrat Donor, also praktisch die reichen US-Demokraten von der Demokratischen Partei, die sind mal wieder ausgebailt worden, und die großen Banken wie JP Morgan sind noch größer geworden, noch too big to fail geworden. Eine sehr ungünstige Entwicklung. Steve Leisman, der gestern bei der Pressekonferenz anwesend war und auch Fragen gestellt hat an Paul von CNBC, sagt, wir sehen keinen Widerspruch zwischen Finanzstabilität und unseren Tools, die wir einsetzen, unserer Geldpolitik. Sie arbeiten sehr gut zusammen, aber warum stürzt dann der KBW Banking Index ab? So fragte Steve Leisman. Also warum haben wir die Bankenkrise, wenn es da nicht irgendwelche Probleme geben würde? Und für diese Probleme ist vor allem zuständig die gute Mary Daly, die Fed-Chefin von San Francisco. Ich muss mal hier ein bisschen rumditschen. Da ist gerade was aufgepoppt. Irgendwie poppt immer was auf. Jedenfalls, Mary Daly ist ja die Fed-Chefin von San Francisco. Und jetzt also die nächste kalifornische Bank, die offensichtlich kippt. Silicon Valley Bank war aus Kalifornien. First Republic aus San Francisco, auch Kalifornien. Jetzt also PacWest, die nächste Bank. Was ist da mit der Aufsicht passiert? Hat man da komplett versagt? Wo war Mary Daly? Die hat gegen Rassismus demonstriert, ist ja an sich eine gute Sache, aber wenn du dann gleichzeitig deine Pflichten nicht erfüllst, nämlich eine Aufsicht wirklich zu machen deiner Banken, dann hast du ein Problem. Und wir sehen hier mal gleich, wie groß das Gebiet von Mary Daly ist. Das ist ein Riesensektor. Hier sehen wir, das ist Kalifornien. Das ist oben Oregon, das ist Washington, das ist Idaho, das ist Nevada, da ist also wirklich der gesamte Westen der USA ist im Grunde unter der Aufsicht der San Francisco Fed, unter Mary Daly. Die ganze Sache ist ziemlich schief gegangen. Aber jetzt gibt es wieder positive Realrenditen, wenn wir uns nämlich mal das CPI anschauen, minus den 12-Monat Inflation Swaps. Das erste Mal, dass die Realrenditen jetzt positiv sind seit dem Jahr 2019, aber aufgrund der Fristentransformation. Also kurzfristig Geld leihen als Bank und langfristig an andere Kreditnehmer teuer verleihen, das ist das Geschäftsmodell der Banken, das funktioniert immer schlechter aufgrund der invertierten Zinskurven. Und jetzt Geldabzüge, die da noch kommen, deswegen die Aussage von Diego Fasnacht, immer weniger Kreditvergabe, dadurch weniger Wachstum, dadurch geringere Inflation und vor allem Rezession. Und Jeff Gundlach, der Bondguru, sagt, die Markets for Risk Assets are too complacent, die sind zu entspannt, die Risikoassets, dem kann man sich nur anschließen, denn in den letzten 8 Bärenmärkten hat die Fed dann mit Easy Money geantwortet, also hat die Zinsen gesenkt, hat Quantitative Easing betrieben. Diesmal machen sie genau das Gegenteil, sie haben also die Zinsen weiter angehoben, reduzieren weiter ihre Bilanzsumme, das hat Paul gestern auch nochmal betont. Und das ist eigentlich eine unschöne Mischung für die Aktienmärkte, die gestern weitgehend im Minus geschlossen haben. Da sehen wir die Minuszeichen moderat, aber dann war man ja zwischenzeitlich nach der Entscheidung der Fed zunächst nach oben gegangen. Wir sehen den VIX wieder mal ausgebrochen, was dieser Abwärtswedge mit einem deutlichen Anstieg, also die Volatilität ist angestiegen. Das kann heute wieder mal zurückschnappen, wäre zumindest typisch, aber
Jetzt ist die Frage, was ist für die Märkte wichtiger? Die imaginierte, also nicht reale Zinspause, die zumindest nicht offiziell erklärt wurde durch die Fed, oder dass die nächste Bank pleite ist und man sich jetzt eben fragt, wann kippt der nächste Dominostein? Wer ist die nächste Bank, die kippt? Hier sehen wir das Umsatzvolumen in der PacWest, wenn ich das hier nochmal displaye, massiv in letzter Zeit. Insgesamt sind ja über 200 Banken betroffen. Das hatte schon ein Artikel im Wall Street Journal gezeigt. Die Gründe sind bekannt. Hier sehen wir mal die Top-Short-Wetten gegen Regionalbanken. First Republic war Nummer 1, das war erfolgreich. PacWest Nummer 2, dann kommt Bank of Hawaii. Dann an fünfter Stelle Zions Bancorp. Also da läuft einiges, denn die Schäden würden in die Billionen gehen, Einlagen würden vernichtet, Enteignung der Aktionäre und so weiter und so fort. Also das ist ja alles andere als überraschend jetzt eigentlich. Und jetzt könnte man im Prinzip Bingo spielen. Ja, welche Bank gibt es jetzt nicht mehr, gell? Da sind ein paar schon durchgestrichen. Auch die Credit Suisse aus Europa ist ja nicht mehr da, aber es ist vorwiegend eben ein Problem der amerikanischen Banken. Und die Fed hat zwei Fehler gemacht, könnte man abschließend nochmal sagen. Sie hat das Easing, also die Lockerung der Geldpolitik, völlig übertrieben. Jetzt ist die Frage, ob sie die Straffung übertrieben hat, aber normalerweise ist das eben der Folgefehler, der da passiert. Wie im Fußball, machst du einen Fehler, schließt sich in der Regel der nächste gleich an, weil es eben die Folgewirkung des ersten Fehlers ist. Und hier sehen wir nochmal die aktuelle Situation, weswegen Jeff Gundlach sagt, die Märkte sind zu vertrauensselig. Wir haben die höchsten Zinsen seit dem Jahr 2006. Wir sehen jetzt, dass die Kreditkartenschulden der Amerikaner das erste Mal die Marke von einer Billion überschritten haben mit einer durchschnittlichen Verzinsung von 20%. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt sehen wir zahlreiche Banken vor dem Kollaps. Dennoch sagen die Regulatoren, ach weißt du, unser System ist doch ganz stabil und wir sind möglicherweise einen Monat entfernt von der Zahlungsunfähigkeit der USA, also dieser ganzen Schuldenobergrenzen-Thematik. Und die Frage heute jetzt ist dann zunächst mal, was macht die EZB? 14.15 ja die Zinsentscheidung, 14.45 die Pressekonferenz, werden wir beides bei Finanzmarkt Welt abbilden. Man geht davon aus, oder viele gehen davon aus, dass die Fed jetzt, dass die EZB auch nur ein Viertelprozent die Zinsen anheben wird, weil man ja schon gesehen hat, dass die Kreditstandards auch in der Eurozone sich deutlich verschärft haben. Also 14.15 und 14.30, heute Abend dann noch Apple, aber ich werde davor noch ein Marktgeflüster machen. Heute, morgen Abend, kein Marktgeflüster, da bin ich verhindert. Morgen früh aber noch ein Videoausblick und heute Abend eben das Marktgeflüster. Aber jetzt noch drei Empfehlungen, eisenharte Empfehlungen für die Artikel. Bankenkrise, PacWest, nächste US-Regionalbank vor der Pleite. Erste Empfehlung, dann der Markt stellt sich gegen die Prognosen des Fed-Chefs. Nämlich man sagt, doch, 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 du wirst die Zinsen senken. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung. Die EZB nimmt wahrscheinlich bei den Zinsen den Fuß vom Gas. Wie ist da die Ausgangslage? Was ist da zu erwarten? Also drei Empfehlungen. Und 14.15 und 14.45 reinschauen zu den ECB-Events. Ich sage Servus und Ciao.